So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und ich darf euch super herzlich begrüßen. Was soll denn der Scheiß da jetzt schon wieder? Das regt mich gerade nur wieder auf, Mann. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Ja, ja. Wir spielen die erste Nacht von Samhain. Und dann müssen wir den Affen da folgen. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten nicht. Ich wieder auf. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Wir suchen jemanden und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben. Wenn ich Dialoge doppelt oder dreifach hintereinander höre, dann regt mich das so dermaßen auf, da könnte ich gerade auf den Tisch klopfen, ja, ne? Oder ist dieser kühne Held, mein Gott? Ich spiele jetzt abends gerade im Moment und da bin ich etwas geladen. Herrn näher. Dort auf der Weit unter Dornen verloren liegt Künechel. Ich habe wieder instant 50 Frames, ne? Das kann man schön sehen. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du, der Weg ist frei von Gefahr. FPS Limit 60 und hier. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Schön. Moment mal, seht man es da? Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kennern halten und dich sicher zurückbringen. Das ist Assassin's Creed, Mann. Das ist Assassin's Creed. Ich will mal was probieren. Das geht jetzt erstmal wieder auf den Sack mit dir. Eigentlich müsste ich volle. Ne? Ist halt schon ist pervers, ne? Ich glaube, ich muss den Rechner neu starten, wenn ich mal da zwischendurch. Der läuft auch schon wieder den ganzen Tag. 50 Frames, Mann. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gerne mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor, ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen? O Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut, Geduld. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit! Wildschweine? Wollt ihr mich verarschen? Such dir ein Versteck! Wo kommen die her? Herr linker Schwein! Die machen ja gar nichts. Anmerkung an mich selber. Das Spiel ist kacke. Ja, fürs Äxte. Was ist das für ein Käse-Game? Was ist das für ein Käse-Game? Was ist das für ein Käse-Game? Oh. Eivor, danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Oh, boah, gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kennen das zweite Gesicht. Friend. Hey, geil, Mann, es wird immer besser. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Das ist dann mehr Echo verlange ich nicht. Wir sollten nach Glowecaster zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kennern mein... Ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Sprich mit Gunnar. Und Eivor, ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Er betet von der Statue? Das gibt's ja gar nicht mehr, ja. Der ist voll weit weg, der Typ. Hör! Ah,
Ach ja, also ganz ehrlich, ich bin nicht glücklich mit dem Game. Ich bin null glücklich. Ich bin eigentlich froh, wenn es so ziemlich vorbei ist. Ich bin absolut, was das Gaming gerade angeht, bin ich absolut mit nichts glücklich. Kann ich schaffen, Games. Eivor, da bist du hier. Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines christlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but path now usually south. To the Brivo. What? Aber du hast ihm die Haut gerettet? Das hätte ich gern gesehen. Euch beide zusammen. Es geht ihm gut. Wie wurde Tudor Kennons Nachfolger? Er spricht mit dem Feuer seines Gottes, aber ich nehme ihm das nicht so recht ab. I watched the Eglwys father as Harrodin, Callon Tefter. He believes my Vanade Gwaith do. Wirklich traurig. Ich denke, der Junge kann noch geformt werden, Eva. Vielleicht bist du der Richtige dafür. Ich habe Durst. Dann probier den Apfelwein aus der letzten Ernte. Skål! Skål! Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das auf Full HD spiele oder auf 2K. Du hast mich zu einem Mummenspiel eingeladen. Oh, Mann, ist auf 60 was für ein Unfug ist das? Locker laufen. Die Gwisgalan will spreadjan and creatures of the Vale. The bag for treats. Was ist mit der Schweiz? Die Bewohner von Gloucester halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmahlen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Ich bin mal so gespannt, wie das irgendwie mal enden soll. Das ist doch keine Verkleidung, nur ein Umhang und ein paar Knochen. Ach was, du verkörperst die Marilut perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilut, dem Geist, der für Kuchen und Ale singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Ich behalte ihn an, doch selbst mit einem Messer an der Kehle bringt man mich nicht auf Befehl zum Singen. Schade. Ich kann... Tür zu Tür muss ich jetzt gehen, um Süßigkeiten zu sammeln. Klopf, klopf! Bitte, was willst du denn? Oh, Marilut. Stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Sauben Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Wie Halloween, ne? Oh, ist das... Und habt ihr jetzt gerade diese Animation gesehen? Oh. Es tut weh. Es tut weh, dass man heutzutage so einen Schlons kaufen muss. Die Luft ist kalt im dunklen Wald. Und ein Geist regt sein Gespür. Oh, Geister. Dunkler Wald, hier Gespenst, deine Belohnung. Yippie-yay, Süßigkeiten. Spielst du die Rolle eines trickreichen Geistes? Da kann ich nicht mal klopfen an der Tür, sehen? Weil die Tür nicht von Arsch ist. Ich kann nämlich furchtbar. Nur an diesen Türen da klopfen. Nur eine Maske. Guckt euch mal die Animation an. Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon. Habt ihr die Animation gesehen? Als würde einfach nur so ein Vorhang aufgehen, ne? So ein automatisierter, total schwache Leistung. Ich gehe umher, klopf viel und sehr, will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt. Und dann habe ich noch nicht mal was bekommen dafür, weißt du? Also, es ist, Perle, die zu dass, viel trinken, dass da keine Animation kommt, wie, nimm hier, nimm das, weißt du, so, dass die Hand wenigstens entgegengestreckt wird. Stattdessen, hier hast du es, weißt du? Da ist nichts Innovatives dabei. Eivor, mächtiger Krieger, ach, haltet, Türklopfer, Kuchenbezwinger. Haltet doch mal die Fresse. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist so lächerlich, das Game. Guckt euch das an, die Animation. Da steht schon einer und dann guten. Den geht dem, sei Dank. Die Tür erstmal durch den Klopper durch. Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr. Sieh sich einer die Kuchen an. Honig süß, Gunnar. Gabelt der Käse kriegt die ganze Zeit. Gunnar? Meine Kuchen. Sieh mal nach, Sühnen. Na?
Das ist eigentlich absolut peinlich, ne, für so ein Studio. Weil das, da gibt's Games, die können das viel besser. Oder Entwickler sogar, ne? Ich sagte, nimm deine falschen Götter, ne? Und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch. Dieser Verräter. Nimm jetzt erstmal den Schlüssel auf, das hat Zeit dort, ne? 4 Schlüssel für das Heidenhaus. Oh, schön. Elendig. So, wer will aufs Fressbrett hier jetzt? Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge, dass du so mit einem Raben-Clan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nehmen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen. Da helfe ich gern. Christ im Tor. Ist das? Euch sollten wir lebendig verbrennen. Sicher, dass du nicht in Glowecaster bleiben willst? Wir wissen, wie man Spaß hat. Gott verfluche dich! Wenn das einen Schlag machen können, dann wäre der gerade ausgenockt gewesen. Mein Torsbart! Mein Bein! Gönner! Beautiful is McCallum! Genug! Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Nee. Ich hatte aber... Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht. Dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Tilukis, Modron so Gumpas de Patsch des Laden. Danke für deine Hilfe. Die Leute ertränken sich zu Sawin in Ale. Aber ich fürchte um den zerbrechlichen Frieden, wenn Tudor Aldermann wird. Dine Fohl. Regardless of Poisel Puar. Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Glowecaster den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwenet, Liebes. Geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Nun geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey, ihr, gebt mir Kraft! Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor. Vergnügt dich und versucht, Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Na, sprich mit Tudor. Ja, das ist so eine Art Halloween, ne, was wir hier jetzt gerade erleben. Ja, schön, toll, langweilig. Langweilig. Langweilig, langweilig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch mehr sagen soll. Verschlossen. Niemand zu Hause. Ja, bei dem hätte man klopfen können. Habe ich aber nicht. Sie bekommen noch ihre Strafe. Vor Jahren habe ich mal mit denen gehandelt. Sie waren auf Wetzsteiner aus. Ich habe einen recht ordentlichen Gewinn gemacht. Und die hielten sich an die Abmachung. Sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Nun gut. Und sein Fisch? Nö. Der hat... Fluchte Heiden? Die leisten ihre Schwüre auf Steine. Als ich mal deren Gefangener war. Ja, machen wir noch weiter. Danach muss ich erstmal den Rechner neu starten. Gucken, ob sich dann die FPS-Zahl verbessert, weil jetzt mit 40 FPS rumzueiern, das macht echt keinen Sinn. Hört sich den Fuck an. Das geht mir ja unglaublich gegen den Sack. Ich hätte gedacht, ich hätte mal das Problem gelöst. Ich habe nämlich mal ein BIOS-Update gemacht. Vielleicht muss ich mal komplett alle Treiber deinstallieren und mal neu installieren. Komm einfach mal. Mit. Eivor, da bist du ja. Tudor? Sei gegrüßt. Der gute Gwillem hat meine Ehre in einem Trinkwettbewerb herausgefordert. Mach mit! Der Junge ist leichte Beute. Den Göttern sei Dank. Gib mir einen Becher. Dann her mit dem Ale. Für mich auch. Für einen Geschorenen des Christenherrn hast du viele Narben, Gwillem. Nicht jeder mit einer Tonsur ist ein Abteilämpchen. Ich fand zu Gott, nachdem meine Seele bereits von Sünden vernarrt war. Auf heilige Feuer und feuchte Augen. Im besten Rausch lässt man sich treiben. Auf Wogen der Weisheit. Skål! Ach, saufen. Hätte ich auch mal wieder Bock. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt ein Trinkspiel machen. Tatsache, müssen wir ja auch. Was für ein Bullshit. Und schon haben wir ja Messingbecher. Oh, das ist schwer, du. Seht ihr mal die Anzahl der Becher, die wir da haben. Nichts für Saber. Das Grün in den Ohren. Vier Becher, Alter. Mehr Mehl vertragen als das. Oh, shit. Du schwitzt ja. Du stoppst auf seine Stiefel. Zeig dem Dänen dein Feuer. Wann fängst du an? Ein Becher Vorsprung. Da guckt er aber ganz grantig. Oh, der kann gerade laufen. Gut gemacht, Judah. Eine Wohltat für meine Seele. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte Verbündete. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Leben und meinen Tod. Tod? Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. So wie Aldermann Simkin vor mir und alle vor ihm. Ein schrecklicher, barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Ein wahrer Vater opfert sich für die Seinen. Er gibt alles, sogar sein Fleisch und Blut. Eine große Ehre, doch ein trauriges Schicksal. Wenn du das so sagst, erinnert es mich an Christus. Junge, nun verstehst du vielleicht, dass ein Mann wie ich den Wert in beidem sieht. Trinken wir also auf Aldermann Kennern! Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Judah. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Lol, unsere Zeit ist abgelaufen. Menschenopfer sind doch scheiße, oder? Eigentlich. Lasch!
Was ist das? Wasser? Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt den Mann gehört. Gebt ihm etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Leugne es nicht. Und das tut mir leid. Wie der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einem herzlosen Heiden. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Oh nein. Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigid. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja. Mein erstes Bündnis als Aldermann. Ich nehme an, leisten wir einen Schwur. Wie beginnen wir? Ja, der Beste. Der beste Vertrag und das beste Bündnis. Der wird das auf Bündnis brechen, garantiert. Auf den Vertrag. Den besten. Tudor. Die Leute schlafen. Mehr Ale, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Hier lang. Pass auf die schwarze Sau auf. Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Schwein, das dich nachts nach Hause jagt. Albernheiten, um Kindern Angst zu machen. Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume. Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Ich muss pissen. Was? Große Schwärze jagt Sterne über den Himmel. Ein Gewirbel aus Farbe und Licht. Wusch! Du bin ich noch nie durch die Gegend gelaufen. Hier, genau hier rein. Tudor! Tudor! Wo bist du? Was? Ach, die feiern eine dicke, fette Party in dem Fall. Das muss Sünde sein. Hühnerschreck. Eine Anspielung auf Fäbel? Nice. Feierabend. Wildstreiche. Was ist gestern Nacht passiert? Er hat ihn umgebracht. Oh, und die Wirkung des Gebräus hält noch an. Ein Komplott? Tudor? Bist du hier? Oh. So, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Das ist nämlich ziemlich spannend, ne? Also, ist ein bisschen spannend geworden. Wir sehen uns dann bald wieder. Haut rein, Leute. Tschaußen.